Was für eine Woche voller schwimmfreudiger Schwimmerinnen und Schwimmer. Die diesjährigen Jahrgangsmeisterschaften 2019 standen für den Berliner Schwimmverband als Ausrichter auf dem Programm. Man sollte hier daran teilnehmen, weil man sich hier mit den 100 Besten in Deutschland messen kann, in seinem Jahrgang und auch darüber und darunter. Es ist einfach ein total schöner Wettkampf vor einer Kulisse. Weil es eine sehr schöne Erfahrung ist, hier mitzumachen und man sehr viele Leute trifft aus ganz Deutschland, die das Gleiche toll finden, wie man selber toll findet. Also hier zeigt man halt, wie gut man schwimmt, weil seine Leistung ist, wie man halt im Gegensatz zu dem anderen steht. Und Spaß muss man halt dann auch haben. Über 1500 Athletinnen und Athleten kamen in dieser Woche vom 28. Mai bis zum 1. Juni hier in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark zusammen, um in verschiedenen packenden Rennen die begehrten Medaillen zu erkämpfen. Schwimmen ist einfach was anderes als am Land. Am Land, jeder kann laufen, sage ich mal, jeder kann rennen, aber nicht jeder kann solche Leistungen im Wasser abrufen. Und Wasser ist einfach eine komplett andere Welt, in der man sich bewegen kann. Dass es sehr viel Spaß macht, man fit bleibt und man kann viel durch die Welt reisen, um die Welt reisen und man sieht viel. Man sollte es einfach nur lernen und dann hat es mir immer mehr Spaß gemacht. Und halt die Technik und wie man es halt macht, macht halt am meisten Spaß. In den bekannten Schwimmdisziplinen Brust, Rücken, Schmetterling, Lagen, Freistil konnten hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit voller Kraft und Ausdauer um den ersten Platz schwimmen. Denn neben Spaß und Freude am Schwimmen war es auch das Ziel, schneller zu sein als die Konkurrenten und die eigene Bestzeit möglicherweise zu unterbieten. Auch Berliner und Berlinerinnen wie Maja Tobin vom Berliner TSC lieferten eine super Meisterschaft ab. Sie holte insgesamt 6-mal Gold und 1-mal Silber in ihrem Jahrgang 2002. Mit meiner Leistung bin ich eigentlich schon ganz zufrieden dafür, dass der Wettkampf jetzt nicht wirklich vorbereitet war. Und der Fokus jetzt eher auf dem Wettkampf der JTM liegt, der in 4 Wochen stattfindet. Somit endet auch die diesjährige Jahrgangsmeisterschaft 2019 mit vielen Rekorden und Bestzeiten. Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten zu ihren Erfolgen.